Als Jesus am Kreuz hängt, wird es finster. Warum? Der Evangelist Matthäus erzählt es so: Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die sechste Stunde, das ist eigentlich 12 Uhr mittags. Also der Zeitpunkt am Tag, wo die Sonne ganz hell oben steht. Doch nun steht der hoch oben, der von sich selbst einst sagte, er sei das Licht der Welt. Er ist erhöht am Kreuz, aber es wird dunkel. Das Licht der Welt wird in Finsternis begraben. Wieso? Warum? Es ist dunkel. Ich vermute, dass das eine Bildfeld ist, mit der die meisten von uns intuitiv etwas anfangen können. Das geht schon damit los, dass, wenn es im Februar mal wieder so Wochen gibt, wo die Sonne wirklich gar nicht zu sehen ist, sondern alles nur so grau in grau, dass das irgendwie so auf das Gemüt schlägt. Also zumindest bei mir ist es so. Aber manchmal ist das ja auch ein ganz grundlegendes Lebensgefühl, dass ich denke, ich lebe gerade in der Nacht. Ich gehöre zu den Menschen, von denen die Bibel sagt, sie sitzen in der Finsternis und im Schatten des Todes. Es gibt manchmal Phasen im Leben, da ist nur Nacht. Vielleicht, weil etwas Schlimmes passiert ist, weil eine wertvolle Beziehung zerbrochen ist oder irgendwas anderes. Und selbst wenn dann im Juni die Sonne draußen hell strahlt, für einen selbst will es dann in dem Moment nicht morgen werden. Solche Phasen gibt es im Leben, wo die Nacht bleibt. Und ehrlicherweise sind es manchmal auch nicht nur Phasen. Es ist diese Finsternis, deine Finsternis, die Jesus am Kreuz erlebt, wenn es für 3 Stunden finster ist. Aber es steckt noch mehr da drin. Diese Sonnenfinsternis ist mehr als eine, die den Tod einer großen Persönlichkeit begleitet. Die ersten Christen sahen diese Finsternis am Kreuz in einem großen biblischen Zusammenhang. Das geht schon los mit dem Schöpfungsbericht, der die Bibel vor der Schöpfung zu Beginn der Schöpfung als einen Ort beschreibt, der von Finsternis bedeckt ist. Also der erste Satz der Bibel ist, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der zweite Satz ist schon, und die Erde ward wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und in diese Finsternis hinein spricht Gott, es werde Licht. Also Schöpfung ist, dass Gott Licht und Finsternis teilt, Licht ins Dunkel bringt. Wenn also am Kreuz von Jesus das Licht verschwindet und wieder nur Dunkel da ist, dann heißt das in der Logik, in der Bildwelt der Bibel, die Schöpfung kollabiert. Die Schöpfung bricht wieder in sich zusammen. Die Welt fällt wieder zurück ins Chaos. Die gute Ordnung, die Gott der Welt gegeben hat, stürzt in sich zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man manchmal in diese Welt blickt, dann sieht man das so. Dann hat man manchmal den Eindruck, das, was in dieser Welt passiert, das hat etwas davon, dass die Welt wieder ins Chaos stürzt, die gute Ordnung wieder in sich zusammenbricht. Ich weiß nicht, wenn man so in die Nachrichten schaut, wenn ich mir das Sterben in der Ukraine anschaue und es gäbe 1000 andere Beispiele, die ich jetzt an dieser Stelle nennen könnte und müsste. So viele Orte im Leben, wo ich denke, ja, hier sinkt die Schöpfung wieder zurück in ihr Chaos. Es liegt wieder Finsternis auf der Tiefe. Deswegen ist es dann auch kein Zufall, wenn im weiteren Verlauf der Bibel bei den 10 Plagen in Ägypten die 9. und vorletzte Plage eine große Finsternis ist. Bevor die 10. und finale Plage, der Tod, kommt, wird es finster, wie am Kreuz. Und die Welt sinkt wieder zurück in ihr Chaos. Eine Kinderbibel hat das einmal ganz eindrücklich und finde ich für eine Kinderbibel echt
pointiert und mit Bedacht auf den Punkt gebracht. Sie schreibt dazu: Es war den ganzen Tag stockdunkel, wie in der Nacht, bis es allen so vorkam, als ob sich die ganze Welt auflösen und wieder in die Dunkelheit verschwinden würde, in die Leere, ins Nichts. Und nun der Moment, wo Jesus, der Schöpfer, am Kreuz hängt und es finster wird, ist der Moment, wo die Schöpfung auch wieder zurück in ihr Chaos sinkt. Und dann gibt es in dieser Finsternis noch eine weitere Ebene. Denn diese Finsternis am Himmel hat gleichzeitig ihr Spiegelbild in unseren Herzen. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird, als die Schergen ihn abführen, da sagt Jesus etwas zu diesen Schergen. Er sagt, frei nach mir formuliert: Ich war doch jeden Tag im Tempel. Ich habe in der Öffentlichkeit gelehrt. Ihr seid nie zu mir gekommen und habt mich festgenommen. Ihr habt nichts gegen mich unternommen, aber jetzt kommt ihr. Und dann sagt Jesus, Lukas 22, Vers 53, doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Die Finsternis in dem menschlichen Herzen tritt ihre Herrschaft an und bringt Jesus ans Kreuz. Diese Finsternis bringt Jesus ans Kreuz. Und wenn sich dann die Sonne am Mittag verdunkelt und es dunkel wird am Kreuz, dann ist das ein Spiegelbild von dem, was eigentlich schon in den menschlichen Herzen stattfindet, in den Herzen von denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und ehrlicherweise allzu oft auch ein Spiegelbild von unseren Herzen. Dort ist es dunkel und finster. Also, diese Finsternis am Kreuz, warum ist sie da? Zum einen, sie zeigt, dass die Welt wieder in sich kollabiert. Und zweitens, sie ist ein Spiegel von der Finsternis im menschlichen Herzen. Aber noch mehr, hier geschieht noch mehr. Die alttestamentlichen Propheten, ich weiß nicht, ob ihr die häufig mal lest, oft sind sie ein bisschen sperrig im Zugang. Und die sind auch deshalb sperrig, weil sie sehr schroff oft sind. Also oft predigen alttestamentliche Propheten eine Gerichtsbotschaft. Ich breche es etwas herunter, aber sie sagen den Menschen, ihr lebt gegen Gottes Willen. Ihr geht nicht so miteinander um, wie Gott es will. Und das gibt Konsequenzen. Gott wird euch das nicht durchgehen lassen. Gott wird kommen und er wird euch richten. Es wird ein Gericht geben. Und dieses Gericht, oder eines der Bilder, der biblischen Bilder für dieses Gericht, ist Dunkelheit. Der Prophet Amos sagt es so, 8. Kapitel, Vers 9. Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tag finster werden lassen. Also Amos sagt, Gott wird kommen und richten. Und wenn er kommt und richtet, wird es finster werden. Und es wird 12 Uhr mittags sein. Wie am Kreuz von Jesus, als die Sonne sich verdunkelt. Das heißt, das gerechte Urteil Gottes, dass er über alle Welt sprechen wird, das vollzieht sich am Kreuz von Golgatha. All die Momente, wo wir diese Schöpfung wieder in ihr Chaos zurück haben sinken lassen, all die Momente, wo es finster war in unseren Herzen, wo Gott ein gerechtes Urteil drüber spricht, er spricht es über sich selbst am Kreuz von Golgatha. Denn Gott war in Christus. Jesus ist Gott, der in die Welt gekommen ist, der Richter, der gekommen ist, um das Urteil selbst zu tragen. Jesus trägt das Gericht, er trägt unseren Tod. Das Licht der Welt absorbiert die Dunkelheit dieser Welt. Dass Jesus das für mich tut, diese Finsternis für mich trägt und er trägt, das ist ein Wunder, über das kann ich nur staunen. Aber diese 3 Stunden Finsternis am Kreuz von Golgatha, sie zeigen noch mehr. Sie zeigen sogar was Hoffnungsvolles. Und auch das darf man am Karfreitag sehen. Und dieses Hoffnungsvolle hat etwas damit zu tun, mit der Geschichte dieser Kirche. Diese Kirche hat eine Läuteordnung, so wie viele Kirchen eine Ordnung haben, wie geläutet wird. Und diese Läuteordnung sieht vor, dass jeden Samstag um 18 Uhr geläutet wird. Und ich glaube, manche bei uns so hier im Dorfkern, sag ich mal, drum um die Kirche drumherum, fragen sich, warum läutet eigentlich immer Samstag 18 Uhr die Kirche? Der Grund ist, dass wir mit diesem Läuten den Sonntag einläuten. Unser Sonntag beginnt quasi Samstag um 18 Uhr. Und es kommt aus dem hebräischen Denken.
Weil nach dem hebräischen Denken beginnt ein Tag nicht morgens mit dem Sonnenaufgang, auch nicht mathematisch um 12 Uhr Mitternacht, sondern wenn die Sonne untergeht. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir den Geburtstag von Jesus am 25. Januar oft schon am 24. feiern, wenn die Sonne untergeht, weil dann nach hebräischem Denken ein neuer Tag beginnt. Und diese Idee, dass der neue Tag mit dem Sonnenuntergang beginnt, die findet man auch schon in dem Schöpfungsbericht, von dem ich eben gerade auch erzählt habe. Da gibt es nämlich immer einen Refrain, der nach jedem Schöpfungstag kommt. Und der Refrain geht: Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, oder da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag, dritte Tag, vierte und so weiter. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich eine komische Formulierung. Weil wir würden es eigentlich anders erwarten. Wir würden es andersrum formulieren. Wir würden sagen, da ward aus Morgen und Abend der erste Tag. Also erst der Morgen, dann der Abend. Aber hier ist es andersherum. Erst kommt der Abend, dann kommt der Morgen. Und wenn ich das jetzt im Hinterkopf habe und auf das Kreuz von Jesus schaue und auf die Finsternis, dann sehe ich hier noch etwas mehr, etwas Hoffnungsvolles. Nämlich, dass am Kreuz von Golgatha schon ein neuer Tag anbricht. Ich sehe am Kreuz den Anbruch eines neuen Tages. Ich sehe, dass Gott im Buch der Weltgeschichte ein neues Kapitel aufschlägt. Dass Gott auch in unserem Buch ein neues Kapitel aufschlägt. In meiner dunkelsten Stunde bricht ein neuer Tag an. Im Schöpfungsbericht, da heißt es ja refrainartig, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag und so weiter. Und das kommt nach jedem der 6, 7 Tage, nur eben an einer Stelle nicht. Beim 7. Tag kommt es nicht. Der 7. Tag wird nicht mit diesem Refrain beendet. Und da ist eine Leerstelle. Und das wirkt so, als wäre Gott mit seiner Schöpfung nicht ganz fertig, als käme da noch was. Und es kommt noch was, weil Gott nicht fertig ist mit dir und noch etwas tut. Ein neuer Tag steht noch aus. Ein neuer Tag, der mit der Finsternis von Karfreitag beginnt und 3 Tage später weitergeht, wenn die ersten Sonnenstrahlen sich auf dem Tau am Ostermorgen, wenn sich die ersten Sonnenstrahlen im Tau spiegeln. Von diesem neuen Tag, von diesem Lied des neuen Tages sind Karfreitag und Ostersonntag die Strophen. Und der Refrain dieses Liedes lautet: Da ward aus Abend und Morgen ein neuer Tag. Ein Tag, der, wie das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung sagt, ein Tag, der nie enden wird, wo die Sonne nicht untergehen wird. Dieser neue Tag ist da. Es ist ein neuer Tag. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus vertraust, dann gehörst du auch zu diesem neuen Tag. Bis dieser neue Tag ganz da ist, an dem die Sonne nicht mehr untergehen wird, wird noch manche Nacht über unser Leben fallen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Illusion. Doch auch wenn ich an der Finsternis in unserem Menschenherzen verzweifle, auch wenn ich so oft sehe, wie die Welt wieder in ihr Chaos zurückfällt, in die Finsternis, ich gehöre zum neuen Tag. Auch wenn du denkst, ich sitze gerade in Finsternis und Schatten des Todes, für dich bricht ein neuer Tag an. Für dich ist er schon angebrochen. Ja, doch ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Höllenlügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbenstor und die sonst des Todeskinder führt zum Leben er empor. Ja, Jesus, du machst einst alles neu. Amen.